Serge und Clara sind Geschwister. Auch wenn das keiner denken würde, viel verbindet die beiden nicht. Aber die einst gemeinsam durchlittene Kindheit in einer Hippie-Kommune, inklusive Batiktücher, Gemüseanbau und freie Liebe, schweißt zusammen. Und jetzt der Schock. Ihre Eltern, Markus und Doro, wollen nach 40 Jahren wilder Ehe plötzlich heiraten. Nicht zuletzt wegen Uliana, der jüngsten Tochter mit Down-Syndrom. Auch Doro fühlt sich von Markus' Heiratsidee irgendwie überrumpelt. Soll sie sich vorher noch einmal in eine leidenschaftliche Affäre stürzen, so wie früher? Schade nur, dass die Auswahl an potenziellen Liebespartnern nicht mehr so groß ist wie einst. Serge, 28, hat ein Geheimnis, das seine weltverbessernde Hippie-Familie nie erfahren darf. Anstatt in Cambridge zu promovieren, dient er in London als Investmentbanker, dem familiären Feindbild schlechthin, dem Kapitalismus. Sein Ziel? Das große Geld. In kurzer Zeit. Seine Schwester Clara ist da ganz anders. Freundlich, vernünftig, verlässlich. Lehrerin mit einem Herzen für sozial benachteiligte Schüler. Immer für alle da. Bis ihr irgendwann der Kragen platzt. Wir schreiben das Jahr 2008. Die Finanzwelt stürzt in die Krise und mit ihr Serge. Was tun gegen das dicke Minus auf dem Konto? Die Einsicht, dass Illegalität auch keine Lösung ist, kommt zu spät. Und schon steht Serge vor dem eigentlichen Problem. Was wird die Familie sagen? Marina Lewitzka. Die Werte der modernen Welt unter Berücksichtigung diverser Kleintiere. DTV.